Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Felix Leber und in diesem Video möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie Sie Ihr lokales Outlook 2010 an Office 365 anbinden. Ich habe in meinem Fall jetzt schon ein Exchange-Konto hinterlegt, das ist das f.leber@rachpal.de-Konto. Da ich ein weiteres hinzufügen möchte, gehe ich hier oben auf Datei und gehe hier auf den Punkt Konto hinzufügen. Hier hinter lasse ich meine Daten, wie sie beim Office 365 hinterlegt sind. Das wäre in meinem Fall Felix Leber und felix.leber@himmlische-it.de. Dazu muss natürlich das Passwort eingegeben werden. Und dann kann es auch schon mit Klick auf Weiter zum nächsten Fenster gehen. Jetzt sucht er sich automatisch die Server-Einstellungen, die richtigen. Das ist allerdings nur möglich, wenn in den Name-Servern der Autodiscover-CNAME eingetragen worden ist. Also wenn Autodiscover auf autodiscover.outlook.com zeigt. Oder aber wenn die Name-Services komplett an Microsoft abgegeben worden sind, dann funktioniert das auch. Wie man dieses einträgt, wurde aber schon mal in einem anderen Video gezeigt. Nun kann ich hier auf Fertigstellen klicken und er sagt uns hier, dass Outlook neu gestartet werden muss. Das bestätigen wir mit OK und schließen das Ganze einmal. Warten ein wenig und öffnen es wieder. Jetzt fragt er uns noch einmal unsere Kontodaten ab, die wir hier noch einmal eingeben. Hier mache ich den Haken rein, dass dieses Fenster nicht noch einmal erscheint und klicke hier auf OK. Nun wird das Profil geladen. Das kann eine Zeit dauern. Und jetzt sollte eine lokale Kopie hier unten sieht man es, eine lokale Kopie Ihres Postfachs wird eingerichtet, was mehrere Minuten dauern kann. Jetzt können wir nochmal hier auf Datei gehen. Und wenn wir hier auf unser himmlische IT-Konto wechseln, sehen wir auch, wir haben hier 25 GB Speicherplatz, so wie es bei Office 365 vorgesehen ist. Somit ist auch schon die Anbindung erfolgt. Eine manuelle Anbindung funktioniert in diesem Fall nicht, also über den Punkt Server-Einstellungen manuell konfigurieren. Dies funktioniert nicht. Es muss der Autodiscover-Wert vorher eingetragen werden. Falls das Ganze über diesen Punkt Konto hinzufügen nicht funktionieren sollte und es ploppt eine Fehlermeldung auf, die da besagt, dass kein Konto hinzugefügt werden kann, während Outlook geöffnet ist. So kann man das Ganze auch noch anders machen, deshalb schließe ich das mal gerade. Und wir gucken in die Systemsteuerung von den Benutzerkonten. Hier finden wir auch den Punkt E-Mail. Und hier in den E-Mail-Konten sind ebenfalls alle E-Mail-Konten aufgezeigt, welche angebunden sind. Das ist hier einmal rachpal.de und einmal himmlische-it.de, was ich gerade angebunden habe. Wie gesagt, falls es nicht funktioniert, kann man es ja auch über neu konfigurieren. Nun kommt man hier in dieselbe Konfiguration, als wenn man es über Outlook machen würde. So viel von meiner Seite. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Sie sahen einen Videocast der Rachpal IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.